Hallo, meine lieben Mitagenten, ich bin es, euer Operator-Master. Und heute werden wir hier den Computeralarm legen, da den Hauptterminal, oder wie war das? Irgendwie mussten wir doch ihn finden. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, tut mir leid. Jedenfalls werden wir ihn jetzt suchen gehen. Wir hijacken hier erstmal und sehen, dass da eine Karte ist. Aha. Dann gehen wir doch gleich diesen Weg. Aha, schaut mal her, was wir durch Glück erwischt haben. Crack Firewalls. Und es passiert sogar nichts dabei. Und da haben wir eine Vending-Maschine. Train das. Hä? Auto-Vending. Hä? Meint ihr den Shop da? Store. Ah, okay. Aber das würde übel enden, wenn wir das machen. Okay, wir sehen, dass hier eine kleine Schranke ist. Die macht Schaden, wenn man durchgeht. Sehr ärgerlich. Na gut, dann können wir von da nicht einfach so rein. Gut, ich würde sagen, meine Person kann sich nicht mehr bewegen, also gehen wir doch einfach in den nächsten Raum, nächsten Zug über. Und wir schauen mal, ob es hier eine Tür gibt. Ja, war klar, oder? Ich denke, wir können die einfach öffnen. Da ist nämlich nichts. Gut. Oh, die hätte ich vielleicht aber zumachen sollen wieder. Egal, wir schauen uns mal hier um. Aber nichts außer eine stillgelegte Kamera und, naja, dieses Ding. Was können wir, was sehen wir dadurch? Kameras, hä? Das ist sehr gut, denn ich liebe es, Kameras zu sehen. Sag mir nicht, dass diese Ebene ganz klein ist. Das wird es einfacher machen, den Computer zu finden. Diesen... Warte, ist er das schon? Nee, Credit Safe. Gut, wir schauen uns hier um und schauen mal nichts. Nee, aber immerhin eine Kamera weniger. Gut. Ich schätze, wir können hier auch rein. Denn hier findet sich ja nichts vor. Also, wen stört es da auch? Tut mir leid. Wen stört es ja dann schon, wenn ich aber mal meinen Zug weitermache und hier reingehe? Ja, leider alleine. Aber auch das ist nicht allzu schlimm. Na, ein bisschen vielleicht. Ist hier was? Der Ausgang, ja, aber noch darf ich da nicht hin. Also sollte ich nicht hin. Will ich nicht hin. So, wir laufen hier. Ach so, mit... Fast hätte ich es vergessen. Mit Rechtsklick. Auch hier möchte ich reinschauen. Auch wenn es der letzte Peak ist, den ich habe. Oder auch nicht, was ist das hier für Zeichen? Red? Hä? Ah, das ist... Schaut her, das habe ich gar nicht gewusst. Travel Light, keeping pockets empty and carrying less gear make for faster agent. Okay. So ist das also. Kann ich das auch wieder wegmachen? Hier, okay. Nochmal. Ach, jetzt habe ich eigentlich mal ein Fenster geöffnet. Das war natürlich nicht meine Intention, ne? Gut, hier haben wir es auch zu jetzt. Ja, ja. Wir laufen schon unseren Weg. Auch wenn wir hier alles kontrollieren, also schauen müssen. Vielleicht ist die Welt, also diese Ebene ja doch größer, dieses Stockwerk. Genau. Aber bisher noch kein Gegner. Hier können wir wieder was wie checken. Okay. So würde ich sagen. Ja, eigentlich scheint ja auch nichts zu sein. Darum gehen wir hier auch einfach mal weiter. Ganz unbekümmert. Hm, ist das ein Zeichen? Ist hier irgendwas? Wo ist nochmal? Ach ja, hier. Da will ich zuerst hin. Da ist nämlich, wie ihr seht, wie wir alle sehen können, diese schöne Karte, die uns dann durch verschlossene Türen führt. Ah, da ist jetzt schon ein Gegner. Okay. Der erste der Gegner ist hier. So, das Problem ist jetzt, nicht ertappt zu werden. Aber das geht schon klar, weil wir uns hier verstecken können. Haha, selbst wenn jetzt der Druide herkommt, aber er läuft, fährt noch hin und her, okay. Aber ein Zeichen, dass da was sein könnte, ehrlich gesagt. Und deswegen... Aha, aha. Hier ist auch alles voll. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir diesen Weg nicht einfach so nehmen können. Obwohl, doch können wir. Ich möchte diesen Weg gehen. Oh, warte. Das ist viel zu heftig. Drei? Und ich habe nicht so viele zur Verfügung. Vor allem nicht, wenn ich hier durchgehen möchte, nicht. Also, ja. Ihr wisst schon. Aber ein Gefecht möchte ich jetzt auch nicht machen. So, wir verstecken uns hier, glaube ich. Halt! Haha! Eine gute Funktion. So. Das Ding haut da ab scheinbar und... Ja, was machen wir jetzt? Sind wir hier gesehen? Werden wir hier gesehen? Scheinbar nicht. Ah, eine Kamera, natürlich. Die sieht uns dann unübel, unpraktischerweise.
So, wie viel haben wir denn noch? Egal, wir gehen hier lang. Ja, danke. Das hilft mir gerade nicht wirklich weiter. Wo kann ich eigentlich sehen, wie viel Bewegung Dinger ich noch habe? Gar kein Chamber. Nun gut, ich würde sagen, weil das hier nicht so gut geendet ist. Oh, auch noch. Konsole unlocked, weil Programm ist running. Ja, ja, das müssen wir auch ausschalten. Oh, das ist jetzt katastrophal. Kann ich mich verstecken? Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Sie hat nicht viel Energie und, naja. Tot. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich kann nicht viel machen, also würde ich sagen, wir öffnen hier die Tür. Und ciao. Verdammtes Mistding. Ah, sag nicht das hier. Ich muss mich verstecken. Aber wo? Und kann sich hier verstecken? Ich hoffe es. Ja. Okay, weiter geht's. Und. Ja, da ist Nummer 1. Ah, okay. Wir verstecken uns weiter, würde ich sagen. Alle ready hidden. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal. Ja, hau hier ab. Okay. Kommt hier noch einer hin? Ich weiß es nicht. Würde sagen, wir gehen hierher und schließen diese verdammte Tür. Und gehen dann hier weg. Hier hin. Oh, hier ist aber auch noch einer. Ja, das ist nicht gut. Wir können hier auf jeden Fall das Seed checken. Ja, und dann legen wir den einfach mal. Wir machen den weg. Oh, Lockdown, Lockdoors. Für 3 Züge. Das kann ich akzeptieren, ja. Das ist aber offen. Okay. Da scheint der Computer zu sein. Was ist das hier denn? Das ist ein Engmas. Was ist das hier? Ja, die können wir mal uns problemlos öffnen lassen. Und zeigt aber nur Dinge, ja, okay, die schon wichtig sind. Okay. Das ist sehr vorteilhaft hier. Aber hier ist doch noch eine Kamera oder irgendwas. Naja. Red, hast du noch? Noch irgendwelche Bewegungspunkte? Nee. Okay. Ja. Kamera, Dings sind ja jetzt alle hier zu. So. Okay. Ich sehe hier immer noch nichts. Aber es wird mir angezeigt, dass hier irgendwas wäre. Ja, da, die war an. Okay. Hat er mir nämlich nicht so angezeigt. Zack. So. Ja, ja, die Dinger sind jetzt alle aktiv, ich weiß. Okay, wir können uns hier wieder verstecken. Ja, das ist gut. Dann können wir ja uns in Sicherheit geben mit der Engaging Hand. Danke. Das war mir so klar, dass das passiert. Und darum müssen wir ihn wieder lahmlegen. Haha. Lockdown. Oh, immer noch Lockdown. Schon wieder Lockdown, meine ich. Use Mainframe Server. Juhu. So, the Curse, no escape. Haha. Sehr einfach gesagt. Wisst ihr das? Blablabla, liefert alone. Als ob ich da nochmal 2 Damage kassieren könnte. Nein, kann ich nämlich nicht. So, ich würde sagen, wir gehen hierher und verstecken uns mal wieder. Geht nicht, weil ich, naja, gut. Aber es scheint ja auch nicht, dass jemand hier reinkommt. Ja, so, wir hatten jetzt. Und wir müssen 3 zahlen, damit sie nicht mehr verschlossen sind, ja. Dafür sind sie jetzt alle offen. Auch nicht vorteilhaft. So, theoretisch müsste ich doch jetzt den kleinen Gang hier gehen können, weil ich habe genug. Wo ist denn der Fluchtweg? Da. Dann können wir auch den Weg gehen. Für mich sowieso sicherer, wenn ich hier überall alles zumachen kann. Und mich verstecken kann. Ha. So, also nur noch fliehen und dann haben wir es. Ja, das sollte möglich sein. Engaging Hand. Jojo, meine Herren. So, ich habe hier so die ganze Zeit keinen weiteren Gegner gesehen gehabt. So, es scheint, da war einer. Okay, wir sollen uns vielleicht nochmal umgucken. Ja, bevor ich noch hier in die
Arme von irgendjemandem reinlaufe. Aber nein. Okay, wir können sogar noch hier checken. Ja, wer es braucht, könnte man sagen. So. Ja, nichts passiert, würde ich sagen. Dann können wir fliehen und haben es geschafft. Ja. Lalala, Building cleared. Der Corporation wurde auseinandergenommen. Juhu! 95%, sogar das habe ich geschafft. Wir haben Kredits ohne Ende bekommen. War auch nicht leicht, so ohne jemanden zu killen und so. Oh, was ist hier? Killfried und... Oh, na, das ist die neue Mission dann. Die neue Firma, die wir auseinandernehmen dürfen. Street Assets, Tor Division, Heavy Comet Troops, okay. Ja. Loki Torrent, ah, das ist diese, okay. Ja, die können wir akzeptieren. Sind wir jetzt alleine trotzdem, ja. Es geht direkt weiter. Your team has been inserted to the complex. Ja, danke. Warum sind wir dann immer noch alleine? Das ist sehr schade. Denn ein Agent alleine, das ist riskant. Vor allem hier. Shit, Mann. Drohnen sind hier auch. Wollt ihr? Ich dachte, es sei ohne Drohnen und so. Aber okay, Drohnen sind jetzt nicht unbedingt das Gefährlichste. Deswegen, warte, kann sich noch bewegen? Ne, gut, nächster Zug. Und hier warte ich mal ab, bis ich... Also hier werde ich auf jeden Fall nichts bekommen, was mir hilft. Nicht den Bonus für... Hier schieße ich auf jeden Fall Leute ab. Weil es umsonst ist und so. Gut, wir können uns an Gegenständen, soweit ich weiß, verstecken. Also nutzen wir das doch. Und da, okay. Da haben wir schon mal den ersten Ausgang. Aber das ist noch deutlich zu früh, den zu nutzen. Das hat ja keinen Sinn und so. Gut, ich würde sagen, wir gehen hierher. Und da ist noch so ein Turret-Ding. Aber es scheint nicht in meine Richtung zu gucken. Deswegen können wir das, denke ich, wagen, hierher zu kommen. Hm. Ja, hier ist wirklich nichts. Weil der ist leider in die... Also er schaut zum Glück für mich in die falsche Richtung. Nicht mir zugewandt. Hilfreich. Oh ja. Yeah. Das ist ein Safe. Okay. Ich würde sagen, den krallen wir uns doch schon mal. Und dann gehen wir hierher und klauen hier ein bisschen. Take the money. Ja, das können wir uns mal erlauben. So ein bisschen Geld. 250 und 100. Ja, danke. Dann würde ich sagen, wir gehen hier als nächstes hin und schauen uns mal hier um. Eine Kamera in einem einzelnen Raum. Ich glaube, da verzichte ich liebend gern drauf. Okay. Ja, ich könnte einen Loot... Ich könnte ihn davon da looten, dass der aus, als ob deine Wand wäre. Naja. Dazu sage ich mal nichts. Wir können hier dann weiter, würde ich sagen. Ja, müssen wir sogar. Ja, bleiben da erstmal. Hm. Obwohl, geht's da weiter? Ich weiß es nicht. Haben wir hier auch eine Karte oder so? Also, egal, wir werden im nächsten Zug weitersehen. So. Ja, es scheint, hier ist alles rot oder was? Dann muss ich mir mal kurz umgucken. Ja, die Kamera, natürlich. Kamera aus, danke, also für mich jetzt arbeitend. Das funktioniert für mich zumindest besser. Oh, ich habe vergessen, die Tür zu schließen, da. Okay, wir schauen uns nochmal hier um. Nein, hier ist keiner, dann... Aha, da müssen wir uns verstecken, halt. Aha, so klappt das sehr gut. Diese Hide-Funktion ist unglaublich gut. Nein, nein! Hello? Kann ich einen Knockout machen? Nein, nein, das ist nicht sehr gut. Was mache ich jetzt? Sieht er mich? Oder... Kann ich ihn abknallen? 100... 30%? Nein, nein, ich weiß nicht, ob er mich entdeckt. Wir bleiben aber mal versteckt und hoffen, dass er einen nicht sieht. Ja, ja. Da, hat mich nicht entdeckt. Okay. Das ist geil. Das war absolut gut. Kommen wir hier weiter? Ja, also würde ich sagen, wir gehen den Weg. Wow, dieses Spiel ist immer mal wieder für eine Überraschung gut.
Gut, wir können weiter hier gehen. Oh, der hat mich jetzt gehört. Niemand ist hier. Du hast niemanden gehört, mein Lieber. Meine Wache. Na gut, hier ist diese Pflanze, oder? Ist das richtig? Oh, shit. Weiß ich, ob das so ein gutes Versteck ist. Aber ich glaube, das ist absolut kein gutes Versteck hier. Absolut nicht gut, nee. Den... Oh, das würde 5 kosten. Nur um dann in Sicherheit zu sein, oder? Aber was bleibt mir anders übrig? Nichts. Nichts, nada. Ich kann nichts anderes machen. Hier ist... Das Ding ist mir eindeutig zu nah. Okay. Dann können wir hier jetzt eins weiter. Und wir verstecken uns hier. Sehr gut. Ich glaube nämlich, wenn... Ja, der läuft zurück. Ja, ja. Gut. Ich würde sagen, wir gehen diesen Weg. Ja, da ist auch so eine Wache. Ah, zum Glück. Ah, da ist aber noch irgendwas. Hä? Da müssen wir kurz uns umschauen. Da ist eine Kamera oder irgendwas? Ja, eine Kamera, okay. Die erobern wir mal kurz. Ich weiß zwar nicht, ob sie irgendwie aktiv war, aber... Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich das jetzt so mache, aber... Naja. Was bleibt einem übrig? Aber wir können uns hier wieder verstecken. Das mache ich auch einfach mal. Gut, falls er sich jetzt umdreht oder so. Da bin ich mir ja nicht sicher, ob das irgendwie machbar ist von ihm aus. Okay, das hier ist ein sehr gut durch... Also bewachter Raum, habe ich das Gefühl. Ja. Wie machen wir das? Da durchkommen und so. Gute Frage. Egal, wir schauen uns erstmal hier weiter um. Da ist schon mal nichts los, okay. Dann werde ich mich mal hier verstecken. Oh. Toll. Der hat mich hier gesehen. Das war keine gute Idee. Oh Mann. Nein, renn nicht weiter. Was mache ich jetzt? Ich muss mich hier irgendwo verstecken. Ohne dass mich jemand hört. Zack. Okay. Ich habe mich hier in diesem Raum versteckt und erwarte, dass ich in Sicherheit bin. Ja, wir verstecken uns weiter. Und. Ich glaube, der kommt nicht vorbei. Wir werden uns mal schleichend fortbewegen. Und zwar ganz langsam. Hier in diese Richtung, genau. Okay, er ist immer noch da. Das ist sehr ärgerlich. Dann können wir uns aber immer noch verstecken. Aber bleibt er jetzt da auch? Oh, das gibt's doch nicht. Nächster Zug, okay. Und dann hoffen wir, dass er jetzt so langsam mal... Ansonsten werde ich ihn versuchen, K.O. zu hauen. Ich schleiche noch, oder? Ja, ich glaube schon. Lol. Nee, ich schleiche nicht mehr. Nein, das ist nicht gut. Das ist an einer so offensichtlichen Stelle. Ja. Okay. Was jetzt? Ich kann den nicht erschießen. Ich kann das einfach nicht. Das ist unglaublich schlecht. Okay, ich würde sagen, wir erobern diese Maschine für uns. Und... Was machen wir jetzt? Wir müssen hier... Wir können noch einen Schritt, glaube ich, gehen. Jetzt schießen wir drauf. Und hoffen, dass wir dann ihn... Nein. Dann haben wir verloren. Eindeutig. Das schaffe ich nicht mehr. Ich kann mich nicht verstecken. Ich kann nichts machen, außer sterben. Gut, wir gehen hier einfach hin. Und naja. Ciao, ciao, würde ich sagen. Nee, er nimmt die Maschine. Ja. Er nicht. Ja, danke. Gut, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Immerhin eine, ja, Average Florid 4,5 Olas Zurans. Ja, danke. Haben wir jetzt genug Forschungspunkte eigentlich? Was können wir denn hier? Inventory Brawler. Rechte Chance auf Coing with a Melee Attack. Bei Shalim 11 und Nikita. Ja, ja, Restore. Okay, wartet. Wir haben 200. Ah, ist schon auf Max Level, okay. Prototyp haben wir auch schon gekauft, glaube ich, alles hier. Könnten wir machen das mal weiter.
So, was können wir noch? Breakthrough Alpha Evals on a Mainframe System. Und Phoenix Injector. Oh, instantly reverse any agent holding it on death, then cloaks them until the end of turn. Wow, dafür benutzen wir auf jeden Fall. Eigentlich können wir auch das nutzen. Okay, wir spielen so neue Sachen frei. Ah, da sind die Sowjets. Na gut. Das ist immer noch nicht in... Das ist auch noch nicht in Benutzung. Egal, dann würde ich sagen, das haben wir schon alles. Dann haben wir doch schon alles bis auf... Okay. Ja. Dann würde ich sagen, beim nächsten Run, nachdem wir den beendet haben, können wir auch uns wieder das letzte Team kaufen, was erstmals vorhanden ist. Hoffe, ihr freut euch darauf, meine Mitagenten, und hattet hier viel Spaß, auch wenn ich versagt habe. Zumindest haben wir eine Firma mal wieder auseinandergenommen. So, also, wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise hier Mission. Hoffe, ihr werdet mich weiterhin begleiten, denn ohne euch kann ich nicht viel operieren. Haha, also Leute, ciao, wir sehen uns. Bye, bye.